Hallöchen Leute und willkommen zu einem kleinen neuen Angezockt. Ich befinde mich hier im Hauptmenü des Spiels QB-1, The Atlas Cube. Das Ganze ist ein Puzzlespiel, so mit Blöcken, die man irgendwo wegnehmen muss und wieder hinsetzen muss. Ich will jetzt nicht lange rumfackeln, da hier im Menü jetzt auch keine Musik ist, ist das relativ langweilig. Es gibt Community Level, es gibt das eigentliche Hauptspiel und das Hauptspiel, das werde ich jetzt einmal anfangen. Ich habe gerade eben einfach testweise schon mal das erste Level gespielt, welches sich hier befindet. Deswegen kann ich jetzt hier auch schon ein zweites Level, aber ich werde das erste Level trotzdem noch einmal zeigen, weil das auch so eine Art Tutorial ist. So, Calling. So heißt das erste Level. Irgendwer wird gerufen und ja, das machen wir jetzt einmal ganz kurz. Das Spiel ist sehr simpel, ihr werdet es gleich sehen. Man kann nicht sehr viel machen, man kann sich bewegen, man kann springen, aber immer nur einen Block hoch. Ja, und man befindet sich hier immer irgendwo im Nirgendwo. Und da kann ich rausgucken. Ja, man befindet sich immer irgendwo im Nirgendwo mitten im Himmel auf so einer Tempelanlage oder was auch immer das ist. Hier stehen ein paar Bäume rum. Das Ganze ist ganz hübsch eigentlich, dafür, dass es halt so simpel ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es dann hier Rätsel. So, hier müssten wir zum Beispiel weiter. Da sehen wir so eine gelbe Plattform. Da kommen wir allerdings nicht hoch, weil wir können nur einen Block hochspringen. Und das Rätsels Lösung ist, man nimmt sich diese diese roten Blöcke und geht dort mit denen hier hin, zack, und setzt sie dort hin. Und dann kommt man da hoch. So, und man kann die Blöcke natürlich im Anschluss immer wieder mitnehmen. So, Tür, geh einmal auf. So, hier kommen wir, also man kann die immer an die gelben Blöcke dran setzen. Jetzt ist die Lösung ist hier, wenn wir hier hochspringen, können uns den wieder mitnehmen und können weiter. So, die nehmen wir alle mal mit. Jetzt haben wir 6 Stück. Und ja, hier kommt man relativ einfach hoch. Zack. Zack, zack, zack. So. Nehme ich mit dem wieder mit. Nehme ich mit dem wieder mit. Nehme ich mit dem wieder mit. Und nehme ich mit dem wieder mit. Und schon sind wir oben. Was die machen, habe ich keine Ahnung. Da gibt es anscheinend irgendwie in jedem Level 1 oder so. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, weil hier gibt es einen in diesem Level. Und der hat sich jetzt gerade aktiviert. Und jetzt gehen wir einmal weiter. So, hier geht's jetzt einmal lang. So, einmal darüber mitnehmen. Die brauchen wir jetzt nicht wieder mitnehmen, aber ich mach's trotzdem. Denn hier ist das Level auch schon zu Ende. Huch, so. Und das ist dann einmal der Ausgang. Wir hatten 6 Blöcke, gebrauchte Müll im Endeffekt jetzt nur 3, aber macht ja nichts. So, erster Level ist zu Ende. Und World 1, Level 1 geschafft. Und World 1, Level 2. Dort geht's jetzt hinein. Crossroads heißt das Level. So, das kenne ich jetzt noch nicht. Also ich habe wirklich nur das erste Level gespielt gehabt. Und dann bin ich wieder zurück ins Menü gegangen, um die Aufnahme zu starten. So, was haben wir denn hier? Sieht auch ganz nett aus. Scheint ein bisschen länger zu sein, das Level. Aber gucken wir uns hier mal um. Also wie man sehen kann, 2 Blöcke kommen wir nicht hoch. Wir können nur einen Block hoch springen. So, da geht's lang, da geht's lang. Da hinten sehe ich einen roten Block. Warte, den holen wir uns mal. Dort können wir theoretisch hoch. Wir nehmen uns den erstmal. Kommen wir da hoch? Ja, kommen wir. Aber da kommen wir wahrscheinlich... Ne, da komme ich nicht hin. Aber macht gar nichts. Ich gucke mal, ob ich hier hinkomme. Ne, komme ich nicht. Hier komme ich auch noch nicht hoch. Da brauche ich noch einen weiteren Block für. Okay, dann gucken wir erstmal in die andere Richtung. Das Level heißt ja bestimmt nicht umsonst Crossroads. Kommen wir hier rüber?
Da komm mal hier rüber. Hüp. Okay, hier scheint es weiterzugehen. Da will ich aber noch nicht hin. Ich will erstmal gucken, ob ich noch ein paar Blöcke kriege, womit ich mir dann notfalls weiter Wege bauen kann. Hier gibt es nichts, aber hier ist eine weitere so eine Statue, die nicht umgekippt ist. Hier haben wir noch einen Block. Na dann, gib mal her. So, jetzt können wir wieder nach da drüben gucken. Und uns da an dieser einen Stelle hier einmal hochbauen. Zack, so, jetzt kommen wir hier nämlich hoch. Und uns den Block einmal wieder. Kommen hier hoch und können uns jetzt den Block hier holen. Und geht's hier noch weiter? Ja, hier gibt's was. Wieder so ein Ding. Schönen guten Tag, du. Sieht aus wie eine Eule. Okay, da komme ich nicht hin. Warte mal, ich hole mal den anderen. Den konnte ich mir ja noch holen. Also wiederholen. So, du, komm mal her. So, mit zwei Blocken müsste es eigentlich reichen. Schöne, chillige Musik. Das hat gereicht. Sehr schön. Dann holen wir uns die mal wieder. Holen uns noch einen. Und einmal hier rüber. Und holen uns noch einen. So, und dann kommen wir hier wieder runter. So, die Blöcke haben wir uns alle wieder geholt. Dann holen wir uns den auch nochmal. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Blöcke, die es hier zu holen gab. Ja, sieht gut aus. Dann können wir mal weiter gucken. 5 Blöcke haben wir. Und dann geht es hier weiter. So. Sesam, öffne dich. So, was haben wir hier so Schnuggeliges? Nichts weiter. Nichts weiter und nichts weiter. Sehr schön. Aha. Also brauchte ich tatsächlich 5, also 4 Blöcke mindestens, um hier hochzukommen. Und dann ist das Level auch schon zu Ende. Das war ja dann doch relativ simpel. Jo, das war's. Level Nummer 2, fertig. So, Tempel. Ich muss mal ganz kurz... ja, Tempel, während der noch lädt. Sorry, ich musste gerade kurz dem Lenny auf den Witz antworten. Das konnte nicht warten. So, Tempel. Da geht's einmal nach rechts, da geht's einmal nach links und einmal geradeaus scheint es noch ein Stückchen weiter zu gehen. Aber gucken wir erstmal hier lang. Dort könnten wir theoretisch rüber, aber nicht die geringste Ahnung, was es dort gibt. Zumindest brauchen wir erstmal einen Block. Gucken wir mal hier rüber. Kommen wir hier rüber? Jawohl, kommen wir. Dort haben wir einen Block. Zack, immer her damit. So, rüber und rüber. Wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr ruhiges Puzzlespiel. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die Level noch so um einiges schwieriger werden und dass man da auch so schön seine Zeit drin verbringen kann. Ah, 2 Blöcke hat nur hier. Sehr gut. Nein, da bin ich das erste Mal abgestürzt. Und dann startet das Level einfach von vorne. Hier rechts raus, genau. Können wir uns einmal den Block holen. So, dann ist die Frage, wie wir bei dem anderen wieder zurückkamen. Dun, 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 dun. Dun. Jawohl. So. Einmal rüber. Die beiden Blöcke geholt.
Ich glaube, ich muss von hier springen. Jawohl. Da runter, rüber, Block wieder geholt. So, jetzt haben wir 3. Nu haben wir 3. Da kommen wir her und hier wollen wir hin. Zack. Zwei, drei. So. Okay, da komme ich nicht hoch. So. So. Wiedergeholt und wiedergeholt. So, bin oben. Sehr schön, da haben wir auf jeden Fall die 3 Blöcke gebraucht. Das war's gut, dass wir uns sie geholt haben. Hallo Eule, wie geht's denn so? Wie ist das Wertebefinden? So, dann einmal hier hoch. Dorten weiter. So, was haben wir hier denn Schnuggeliges? Nichts. Okay, da ist schon mal das Ziel. Da müssen wir irgendwie hinklettern. Aber wie, das weiß ich noch nicht. Das werden wir gleich erfahren. Nö. Da konnte man nicht rein. Ist hier... Da drin. Da ist ein Block. Komm her. Wahrscheinlich hätte ich mir den noch so holen können. Aber wir haben den Block auf jeden Fall gesehen. Scheint so, als wenn wir den brauchen. Warum kann ich hier einen Block hinsetzen? Was für einen Sinn hat das? Ich meine, ich komme ja nicht drauf. Was für einen Sinn hat dieser Block? Beziehungsweise, wieso kann ich dort einen hinsetzen? Ich kann noch da hoch. Okay. Huch. Komme ich da drauf? Ja, komme ich. So, was ist hier oben? Irgendein Secret. Oder war das einfach nur so? Und hier komme ich ja nicht hoch. Hier kann ich nirgendwo einen Block platzieren. Da komme ich auch nicht zwischen. Was mache ich hier? Da! Okay, okay, okay. Hab schon gecheckt, hab schon gecheckt, hab schon gecheckt. Gib mir die beiden wieder. So, jetzt will ich wissen, was da oben ist. Nehme ich mal notfalls mit. Falls ich mich hier auch nochmal hochbauen muss, muss ich. So. Da ist was. Was ist das? Was hat's gebracht? Also hier war definitiv... es war auf jeden Fall irgendein Secret. Was ich jetzt gefunden habe, aber was es gebracht hat, weiß ich leider auch nicht. Ich kenne das Spiel genauso wenig wie ihr. So. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt einmal wieder hier runter, schnappen uns die Blöcke. Und ja, springen einmal ins Ziel. Das Secret ist auf jeden Fall... Upsa, gelüftet und wir haben das Level geschafft. So. Hat der Lenny jetzt? Oh nee. Okay, das ist ärgerlich. Er hat gerade 2 Stunden was aufgenommen. 1,5 Stunden was aufgenommen. Und hat das falsche Mikro benutzt. Jetzt ist die ganze Aufnahme für den Arsch. Okay, das ist ärgerlich, ey. So. Hier kann
kann ich aber rüber. Kann mir noch einen Block holen. Upsa. Und komme ich dann jetzt hier hoch? Jawohl, komme ich. So. Bin ich schon mal hier oben. Ich habe gar nicht geguckt, wie das Level heißt. Verdammt. So, einmal bequem hier hoch. Oh. Das kriegt einen Block hoch. Brauche ich den? Ich hoffe nicht. So, ich einmal hier. Einmal hier. Ist er noch. Gibt es irgendeinen Sinn, hier runterzugehen? Nee. Okay, gucken wir mal weiter. Hier links gibt's nichts, hier rechts gibt's auch nichts. Was haben wir hier so Schönes? Auch gar nichts. Okay. Da kam ich gerade her. Da will ich wahrscheinlich hin. Gucken wir mal hier rüber. So. Ich habe nur zwei Blöcke. Das heißt, hier komme ich auch noch nicht hoch. Zumal ich nicht weiß, was es dort oben zu holen gibt. Also gucke ich erst einmal hier lang. Hier irgendwas, was ich haben möchte. Ich könnte versuchen, mich hier hochzubauen. Also nicht nur versuchen, sondern auch machen. Hier ist das Ding. Hallo. So, hier kriege ich zwei neue Blöcke. Und bin wieder hier. Hier habe ich mich gerade hochgebaut. So, jetzt habe ich schon mal vier Blöcke. Damit kann man schon ein bisschen mehr anstellen. Aber auch nicht so krass viel. Warte, war es das hier? Das kann ja alles gewesen sein. Okay, also muss ich tatsächlich hier lang. Na gut. Dann gucken wir mal, wie wir hier hochkommen. Fall so. Ich bin so weit oben wie möglich. Jawohl, ich komme rüber. Wieder alles mitnehmen. Oh. Schon mal nicht schlecht. Oh Gott. So, da komme ich drauf. Hier weiter. Mitnehmen. Okay, jetzt bin ich hier. Aber was mache ich hier? Warte mal, von da kam ich ja. Hier habe ich nur Blöcke gekriegt. Ich kann hier noch weiter hoch gucken. Ach, da ist ja schon der Ausgang. Okay. Aber es fühlt sich so an, als wenn ich echt irgendwas verpasst habe. Aber anscheinend nicht. Hier nochmal hin. Da ist nichts weiter. Okay, dann haben wir das Level wohl auch geschafft. Sehr schön. Dann geht's in Level 5. Courtyards. So, das Level lädt. So, was haben wir denn da? Es scheint langsam Nacht zu werden. Es sieht zumindest so aus. Und
wir haben ein bisschen fancier Musik um uns rum. Okay, das Level scheint ein bisschen dichter bebaut zu sein. Zumindest sind hier schon mal ein paar mehr Bäume. So, was haben wir hier? Hier kommen wir nicht rüber. Vielleicht müsste ich noch irgendwas machen, dass sich da eine Brücke ausfährt oder sowas in der Richtung, eventuell. So, einmal hier hoch. Den Block holen wir uns. Nichts weiter. Dort oben drauf kommen wir auch nicht. So, hier gibt es auch nichts weiter. Hat es einen Sinn, hier oben zu sein? Irgendwie auch nicht. Okay, da kam ich nicht weiter. Von hier kam ich. Also gucke ich einmal hier lang. Mit meinem Block. So, dort ist eine Tür. Da gehe ich aber nur nicht durch, denn hier ist ein Block. Wahrscheinlich heißen diese Dinger nicht Blöcke, sondern Atlas Cubes. So. Dort komme ich rüber, irgendwie. So. Und zwar so. Hier haben wir noch einen weiteren Block. Und dann geht es hier hoch. So. So, 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 so. Und rüber. Sehr schön. Weiter gab es hier nichts. Okay, dann gucken wir mal weiter. Sieht alles ganz schnucklig aus hier. So, war das Ziel hier nur einen weiteren Block zu kriegen? Es scheint ganz so. Dort komme ich nicht rüber, also probiere ich es mal hier lang. Das ist die Tür, das ist die andere Seite von der Tür. Das heißt, ich wäre da sowieso nicht lang gekommen. Aber hier komme ich hoch. Und bin jetzt hier auf der anderen Seite. Nice. Sehr schön. Das waren dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Hier komme ich jetzt aber auch nicht rüber. Da komme ich wahrscheinlich da hinten irgendwo lang. Hier ist die Eule. Hallo. Schönen guten Tag. Da war ich gerade. So, gehen wir mal hier rein. Ich zweifle daran, dass ich darüber komme. Sofern ich keinen anderen Weg finde, werde ich es natürlich trotzdem probieren, aber ich gehe erstmal hier entlang. So, dort geht es irgendwie hinüber. Genau, da muss ich lang, auf jeden Fall. Also, einmal schwuppedidu. Einmal dorthin. Okay, dann hier rüber. Ups, falscher Knopf. Hier rüber. Ich mache die faule Strecke. Das sind zwei Blöcke, das schaffe ich, ne? Ja. Und zack. So, jetzt bin ich hier drüben. Blöcke habe ich alle mitgenommen. Ich habe immer noch vier Stück. Sehr schön. So, jetzt geht es hier hoch. Einmal dorten hinauf. So. Hier hoch. Hier hoch. Mitnehmen. Mitnehmen. Hier oben hin. Mitnehmen. Hoch und mitnehmen. So. Ja, und damit haben wir das Level auch schon geschafft. Und das ging ja relativ flott. Sehr schön. Da drüben scheint es auch nicht zu geben. Dann würde ich sagen, haben wir das fünfte Level auch schon geschafft. Nice! Discovery. Wir machen also eine großartige Entdeckung jetzt. Gefällt mir ganz gut.
Discovery Channel. So. Zack, zack, tack, 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 tack. Ah, schon hübsch das Spiel. Schon hübsch, kann man nicht anders sagen. Also, für das, was es darstellen soll, ist es schon echt hübsch. So. Gucken wir mal hier lang. Hier ist ein kleiner Weg, dem folgen wir einfach mal und können hier hochklettern. Für unsere ersten gleich 4 Stück, okay, danke Spiel, das war sehr großzügig. Das macht es natürlich um einiges einfacher, hoffe ich. Wenn nicht, dann bin ich ganz schön, naja, weiß schon. Ja, guck mal, das macht es ja richtig einfach. Ach, ich bin ja auch... Jetzt weiß ich, warum ich da nicht zwischenpasse. Ich bin ja auch quasi 2,5 Blöcke hoch. Gibt es dort irgendwas? Warum geht ein Block raus? Das ist das Licht. Okay. So, hier noch einen kleinen Raum. Hallo Eule, wie geht's? Ich vermute sogar fast, die muss man aktivieren, damit das Tor, also das Zieltor überhaupt offen ist. Wenn man die Eule nicht gefunden hat, dann ja, Pustekuchen und so, ne? Nochmal 3 Blöcke. Okay, ich habe jetzt 7 Blöcke. Dann kann man sich so einiges hinbauen. Mach ich halt so. Ja, Spiel, wenn du mir die Möglichkeit gibst, dann nutze ich das auch. So, bin wieder auf 7 Blöcke hoch und hab den Abgrund überwunden. So. Außen lang gehen. Hier habe ich einen Block außen. Warum? Das ist ja der von hier. Okay, das ist der einfach. Okay, 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 okay. Da gibt es irgendwas, aber da komme ich nur von der anderen Seite. Okay, das hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Da klappen einfach mal die Blöcke weg. Aber hier kriege ich jetzt noch einen Block. Ach, schön. Und durch die Tür. Nochmal 3 Blöcke. Okay, jetzt habe ich 4 Blöcke. 12 habe ich jetzt. Okay. Was muss ich hier zum Schluss bauen? Muss ich mir ein neues Haus bauen? Muss ich dann da einziehen? Oder was passiert hier? Da muss ich irgendwie hoch. Okay. So, da muss ich hoch. Ah ne, warte, ich check schon. So. Mit. Hier baue ich mal ein bisschen hoch. Ich gehe mal hier hin. Hier hoch. Bin dann schon mal einen weiter oben. So, einen höher muss ich noch. So.
10 Blöcke. Noch eine Eule. Hallo. Oh, hier bekomme ich noch mal ein paar weitere. So. Jetzt mal weiter im Text hier. Hier kann ich außen lang, aber warum? Warum kann ich dort lang? Ich kann da hoch. Gehen wir doch mal da hoch. Nur was bringt es mir? Jetzt bin ich hier oben. Oben drauf. Ich habe die Nase vorn und die Nase oben. Da ist noch der Block, wo wir nicht rankamen. Da ist die Eule. Ja, was mache ich jetzt hier oben? Ich kann auf jeden Fall hier rein gucken. Und dann bringt mir das irgendwas. Nein, ich kann hier auch nirgends hinbauen. Wenn ich das richtig überblicke. Jawohl, ich kann hier nirgends hinbauen. Okay. Dann hat mir das genau gar nichts gebracht. Ich gehe mal wieder runter. Und gehe mal den Weg, den ich wahrscheinlich gehen sollte. So. Kriege ich noch einen Block. 15 Blöcke habe ich jetzt. So, hier geht's irgendwie hoch. Also irgendwie ist gut. So ungefähr. Dann... Okay, das war schon mal doof. So. Holen uns die mal wieder. Okay, darüber komme ich auch nicht. Okay, folgendes. Ich komme immer noch nicht da dran. Komme ich jetzt da dran? Jawohl. Nein, nicht runterfallen. Okay. So, hier hoch. Nein. Den würde ich mitnehmen. Das ist auch schon wieder doof. So, jetzt aber. Gott sei Dank. Wepa. So, wieder alle mitnehmen und ich habe noch alle. Sehr gut. Hossa. Das war eine schwierige Geburt. Da hoch scheine ich zu müssen. Was alle sind. Ja, fast alle. Sehr schön. Okay. Noch eine Eule. Schönen guten Tag. Oh mein Gott, das ist echt ein langes Level. Ich hatte vorgehabt, nach dem Level aufzuhören. Was ich jetzt auch auf jeden Fall mache. Ja, das ist ein ganz schön großes Level. Okay. Was muss ich tun? Habe ich irgendwas nicht gefunden? Oder
was hat es hiermit auf sich? Ich kann da nichts dran bauen. Ich kann hier ja auch sonst nichts machen. Okay, hier geht's noch hoch. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Gehen wir mal hier hoch. Ahahaha, ein neuer Block. Na, das ist ja fantastisch. Dann kann ich auch zwischen den Blöcken wechseln. Und das Portal aktiviert sich. Und wir gehen hindurch. Sehr schön, Level geschafft. Ha, wurde das ja doch noch was. Ja, perfekt. Welt 1. Okay, es gab in jedem Level so ein Dreieck und ich hab's nur in einem gefunden. Oh Gott, das war peinlich. Ach du Scheiße. Das war echt hart peinlich. Okay, aber nichtsdestotrotz, back to main menu. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hab die erste Welt durchgespielt. Ich hab nicht alle Secrets gefunden. Natürlich, weil ich euch nicht spoilern wollte. Ist doch klar. Nein, natürlich, weil ich nicht ganz so intelligent bin. Ich bin froh, dass ich überhaupt die Level geschafft habe, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist durchaus ein interessantes Spiel, was ich vielleicht auch nochmal aufgreifen werde, wenn ich irgendwie nichts anderes habe oder wenn mir gerade langweilig ist oder wenn ich einfach mal wieder Bock drauf habe. Wunderschönes Puzzlespiel. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, sich da durch die Level zu bauen, beziehungsweise durch die Level durchzulaufen, auf jeden Fall interessant. Ein sehr ruhiges Spiel, relativ gechillter Soundtrack, aber ja, wie gesagt, eben eigentlich sehr schön. Und ja, mir hat das Spiel auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe euch auch. Und ja, ich hoffe. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video auch wieder. Bis dahin, tschüss.